Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste am Livestream. Wir befinden uns am Ende des Jahres 2 der weltweiten Corona-Epidemie. Die damit verbundenen Belastungen und Einschränkungen haben auch vor der Brandenburger Wirtschaft nicht Halt gemacht. Nach einem tiefen Einschnitt in die Konjunktur bis Mitte 2020 verzeichnen wir seitdem eine leichte Erholung. Die dritte Welle der Corona-Pandemie hat die Stimmung aber wieder deutlich eingetrübt. Das liegt weniger an den Infektionsschutzauflagen noch an fehlenden Aufträgen. Die Auftragsentwicklung sieht gut aus. Das Auftragsvolumen stieg in den ersten 8 Monaten um 31% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch die Umsätze stiegen in wichtigen Branchen, so im Maschinenbau um 18,5%, in der Chemieindustrie um 50,3% und bei der Metallerzeugung und Bearbeitung waren es 13,6% mehr. Ich erwähne diese Fakten deshalb, weil sie zeigen, wie trotz aller Probleme, wie robust die Brandenburger Wirtschaftsstruktur ist. Das freut sicher auch die Finanzministerin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aber es gibt auch nicht zu unterschätzende Risiken. Das zeigt der zum Jahresende hin sinkende Geschäftsklimaindex. Zwei Themen treiben die Unternehmerinnen und Unternehmer um. Das ist erstens die unterbrochenen Lieferketten und damit verbunden die Verknappung und Verteuerung von rohen Vorprodukten. Das trifft auch auf das Handwerk zu. Und zweitens sind es die fehlenden Fachkräfte. Ein Phänomen, das durch Corona verstärkt wird. Zunehmend erreichen mich Berichte, dass der Corona-Stress zu erhöhten Krankschreibungsraten führt, die insbesondere bei kleinen und mittelständischen Unternehmen zu erheblichen Herausforderungen führen, um die Produktion oder die Dienstleistung tatsächlich vollständig anbieten zu können. Ich möchte deshalb die Gelegenheit nutzen, von dieser Stelle aus den Unternehmerinnen und Unternehmern, den Beschäftigten zu danken, die in ihren Unternehmen und Handwerksbetrieben, im Handel, in der Gastronomie, der Hotellerie, im Dienstleistungsgewerbe die Regelungen der Eindämmungsverordnung schnell und konsequent umgesetzt haben und unsere Wirtschaft am Laufen halten. Natürlich sind nicht alle Bereiche bisher gleichermaßen gut durch die Krise gekommen. Stationärer Einzelhandel, Tourismus, Gastronomie und Hotellerie hat es besonders hart getroffen. Einbrüche von 20% beim Umsatz im Gastgewerbe und bei den Übernachtungen und Beherbergungen zeigen das Ausmaß der Corona-Auswirkungen. Als völlig richtig hat sich die von Brandenburg auch forcierte Entscheidung erwiesen, Bundesprogramme zur Überbrückung der wirtschaftlichen Notlagen und zur wirtschaftlichen Stabilisierung aufzulegen. Die Wirtschaftshilfen und die Kurzarbeiterregelungen sind gut angelegtes Geld. Über 800 Millionen Euro sind bereits an die Betroffenen in Brandenburg ausgezahlt. Diese Mittel geben Sicherheit in einer schwierigen Situation und schaffen wirtschaftliche Perspektiven. An dieser Stelle, es wurde schon gesagt, Dank an die ILB für die zügige Umsetzung dieser Programme. Besonders zu begrüßen ist, dass der Bundestag in seiner morgigen Sitzung den Gesetzentwurf der Regierungskoalition zur Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes und des Wirtschaftsstabilisierungsbeschleunigungsgesetzes auf den Weg bringen wird, um die Maßnahmen der Wirtschaftshilfe, der Überbrückungshilfe bis zum 30. Juni 2022 zu verlängern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade weil wir Bundeshilfen zur Überwindung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise haben, ist es völlig richtig, dass der Landeshaushalt insgesamt und natürlich auch der Haushalt des MWRE auf Resilienz und Zukunft setzt. Dabei stellt die Investitionsquote von über 13% eine zentrale Position dar. Wir finanzieren Zukunft, Bildung, Wissenschaft, Forschung, Infrastruktur, Wohnungsbau und vieles andere mehr und steigern damit die Nachfrage nach Wirtschafts- und Dienstleistungen. Das ist praktische Wirtschaftsförderung der öffentlichen Hand. Was sind nun die politischen Prämissen für den Einzelplan 08, dessen Volumen sich 2021 weiter erhöht? Brandenburg ist ein erfolgreiches Industrie- und Energieland.
Es gibt industrielle Kerne, zunehmend mehr Hidden Champions mit mittelständischem Charakter und eine Vielzahl von Klein- und Kleinstunternehmen, ein starkes Handwerk. Diese spezifische Mischung muss eine kluge Wirtschaftspolitik Rechnung tragen. Der vorliegende Haushaltsentwurf wird dem sehr gut gerecht, indem er sowohl kleinen Investitionen als auch großen Investitionen Hilfe gibt, sie bezuschusst. Ich denke hier nur an die kleine und große GAW-Richtlinie. Es werden Gründungen gefördert, Wachstum unterstützt und innovative Ideen gefördert. Innovative Produkte und Verfahren sind der sogenannte Game Changer in der wirtschaftlichen Entwicklung. Sie sichern beides: Wettbewerbsfähigkeit und gut bezahlte Arbeitsplätze. Kollege Walter, deshalb ist gut und richtig, die Dekarbonisierung von Verfahren und Produkten zu fördern, die vor wenigen Tagen durch das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit Energie vorgelegte maßnahmekonkrete Strategie zum Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft ist dafür ein gutes Beispiel. Auch die Etablierung von gesamten Wertschöpfungsketten bei Spitzentechnologien ist der richtige Weg. Ich darf hier daran erinnern: Lithiumhydroxidproduktion in Guben, Kathodenmaterialproduktion in Schwarze Heide, Batteriefertigung in Grünheide, die Nutzung von Batterien für Batteriespeicher und das Recycling von Kathodenmaterial durch die BASF sind ein richtiger Weg. Dass dabei EU-Mittel genutzt werden, ist aus unserer Sicht gut und richtig, weil das zeigt, die Europäische Union ist hier auf einem gemeinsamen Weg. Außerdem hilft es den Unternehmen, die anstehenden großen Investitionen zu stemmen. An dieser Stelle ein kurzes Statement zum Verzicht von Tesla auf die IPCI-Förderung. Das Geld aus dem Zukunftsinvestitionsfonds für konstruktive Ausgaben zu verwenden, wäre völlig falsch. Es gibt genügend Projekte, die noch eine Kofinanzierung durch das Land bedürfen. Ich denke hier an die Projekte der CO2-Reduzierung bei Industrieprozessen in der Grundstoffindustrie. Ich meine damit bei Cemex beispielsweise, bei der Zementproduktion oder für den Ersatz von Koks durch Wasserstoff in der Stahlproduktion in Eisenhüttenstand. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Digitalisierung von Prozessen und Verfahren wird auch in Zukunft eine wesentliche Herausforderung für die Wirtschaft sein. Mit dem vorliegenden Haushalt wird dem Rechnung getragen, indem sowohl die erforderlichen Mittel für den erweiterten Breitbandausbau zur Verfügung gestellt werden, als auch die Beratungs- und Unterstützungsleistungen finanziert und darüber hinaus auch Mittel für Förderprogramme wie beispielsweise den Big Digital im Haushalt eingestellt sind. Lassen Sie mich noch auf ein Thema eingehen, das mit der personellen Ausstattung des Ministeriums bzw. in der nachgeordneten Einrichtung zu tun hat. Wirtschaftsförderung muss professionell organisiert werden. Das bedeutet eine enge Verzahnung zwischen dem Land und der kommunalen Ebene. Mit der WFBB hat das Land eine Unit, die nicht nur in Sachen Ansiedlungspolitik auf eine erfolgreiche Story zurückblicken kann, sondern auch im Clustermanagement viel für eine erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung in den Zukunftsbranchen tut. Mit der Bereitstellung von zusätzlichen Personalstellen für die WFBB werden wir einen Flaschenhals weiten können. Denn in der Vergangenheit war es so, dass gerade das Bereitstellen passgenauer Gewerbe- und Industrieflächen einer der Punkte war, der durchaus bei Neuansiedlungen Probleme bereitet hat. Mit dieser zusätzlichen Unit bei der WFBB ist hier die Möglichkeit gegeben, insbesondere die kommunale Ebene zu unterstützen, wo an vielen Stellen die notwendigen Fachleute fehlen. Es geht nicht um die Wirtschaftsförderung, es geht um die planungsrechtlichen Fragen, die in diesem Zusammenhang zu regeln sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Aufgabe des Haushaltsgesetzgebers ist eben, die notwendigen personellen Ausstattungen bei den entsprechenden Genehmigungsbehörden und anderen Institutionen zu realisieren. Das wird mit dem vorliegenden Haushaltsgesetzentwurf in Angriff genommen. Abschließend noch eine Bemerkung zu den Anträgen der Opposition. Wir haben sie alle gründlich im Ausschuss beraten und auch ausführlich begründet, warum wir sie ablehnen. Es ist Ihr gutes Recht, sie hier erneut einzubringen. Es bringt uns aber insgesamt nicht weiter. Wir werden sie ablehnen. Dank an dieser Stelle an das Ausschusssekretariat für die Unterstützung der Arbeit des Wirtschafts und des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit und Energie, dem vorliegenden Haushaltsentwurf des Einzelplanes 8 in der Fassung des AWAE, geben wir unsere Zustimmung. Ich bitte auch um Ihre Zustimmung. Dankeschön.